Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Super Mario Odyssey. Wir sind im Kaskadenland angekommen, haben den Prolog hinter uns und können uns hier mal ein bisschen umschauen. Hier gibt es sicherlich so einiges zu entdecken, unter anderem ein Checkpoint, was uns wirklich zugute kommt. Und hier können wir sogar draufklettern. Schauen wir doch mal. Okay. Boah. Gibt es einiges zu entdecken, Freunde. Wahnsinn. Aha. Okay, da sind auch Säulen. Okay, interessant. Wahnsinn. Wahnsinnig groß. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Zack. Wenn wir diese Hütte treffen, dann werden sie zu Plattformen. Was steht denn hier drauf? Mützenzielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle den Pro-Controller dann erneut, um einen Münzenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Okay. So. So, kann man es machen. So. Aber wir gehen jetzt hier weiter. Zack. Zack. Da steckt ein Goomba. Okay, kann man da was machen? Nee, aber man kann... Okay, was war das? Hä? Okay, man kann also so aufklettern, verstehe. Und den wollen wir mal hier ketten und capern und holen uns mal das da, was da so blinkt. Oha, was ist das? Ein Mond für dich, unser erster Powermond. Schicke Sache das. Multimond hoch über den Wasserfall. Okay, was ist das? Oh, wir haben einen Powermond gefunden. Mit diesem Monden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? Eigentlich noch nicht. Das gibt immer ein erstes Mal. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Okay, was ist das? Das ist es. Genau hiernach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechteren Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist auch ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Na dann. Was? Sie rührt sich nicht? Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Ganz sicherlich, ganz sicherlich. Und wir werden diese aussuchen. Ob wir sie jetzt alle mit einmal finden, tja, das weiß ich noch nicht mal. Aber dieser Berg da, der sieht auch sehr merkwürdig und bröckelig aus. Interessant. Gut, gehen wir mal weiter. Da oben ist eine Münze, krallen wir uns mal. Upsala. Schön klettern, Mario. Gib alles. So. Wow, fast runtergefallen, glaube ich. Oh, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Wäre, glaube ich, nicht so gut. Und zack. Klassische Fragezeichenblöcke. Sowas gehört sich. Es gibt hier wohl an jeder Ecke was zu entdecken. Ist schon grandios. Da oben ist was. Aha, okay. Na. Der komische Donuts. 50 Stück brauchen wir davon. Okidoki. Dann schauen wir uns da mal um. Schauen wir uns da mal um. Was haben wir denn hier Schönes? Ein... Gute Güte, was ist das nur für ein Riesending? Weiß nicht, können wir es...
nein! Scheiße! Boah! Boah! Massenkarambolage! Dino for the win, würde ich sagen! Da haben wir doch da unten noch was Schönes gehabt. Komm, das gucken wir uns direkt an. Okay. Mach alles kaputt hier. Alles auch kaputt. Boah. Kann man nicht irgendwie springen? Nee, ne? Oh, hier wird Mass Destruction betrieben. Ist das cool? Ist das cool? Oh, verdammt. Schade. Huch, das Ding war zu groß. Ich konnte es nicht mehr länger halten. Verdammt. So, komm. Kettenhund. Geile Überraschung. Bam. So. Und her damit. Ein Mond für uns. Beiß dich durch das Gestein. Ja, der Dino ist schon irgendwie geil. Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Trampolin. Oh, okay. Gibt's denn hier trotzdem noch irgendwas? Muss ich ja ein bisschen um. Das war knapp. So. Da haben wir einen Checkpoint. Da haben wir einen Checkpoint. Gut, mit dem können wir jetzt erstmal nichts anfangen. Und wir haben uns den Weg dorthin kaputt gemacht. Iiieiei. Na, was gibt's denn hier? Alles entdecken. Okidoki. Interessant. Okay, ein Riesenfelsbrocken. Naja, besser ein Riesenfelsbrocken als ein Riesenkotzbrocken. So. So. Ah, die bleiben nicht immer so. Gut. Ah, hier ist schon artig was los. Ups. Ja, Mario, ist klar, ne? Reisetipp: Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tu folgendes. Bewege den Pro-Controller ruckartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum. Okay, also quasi so. Jawoll. So klappt das. Mal spannend, wie lange ich das bei mir behalten kann, wie das Ganze funktioniert. Hab da so ein Talent dafür, solche Sachen zu vergessen. So, aber die können wir auch so wegbashen. Weg! Hab ich gesagt. So, was haben wir denn hier? Ich finde das jetzt schon besser als Breath of the Wild. Obwohl Breath of the Wild ein geniales Spiel ist, keine Frage. Aber wisst ihr, was mir bei Breath of the Wild gefehlt hat? Das Mario-Feeling. Nein! Eigentlich wollte ich. Wir hatten noch vorhin so ein Hütchen spring dich Dingens geschafft, ne? Na gut, dann müssen wir es hier nochmal ansetzen. Katzenpeach! Nice! Oh Gott! Ich bin ja auch wieder wahnsinnig. Wahnsinnig! Es gibt ja einfach viel zu viel zu entdecken. Ich sehe jetzt schon. Ein paar Parts wären's. So, haben wir's. Haben wir's. Da oben gibt's noch was. 50 von diesen. Ja. Donuts wollen gefunden werden. So. Haben wir auch. Da lang waren wir. Das sieht ja komisch aus. Was klingt denn da so? Können wir nicht capern? Wow! Ja, wir können. Und zwar
Schweinchen! Wow! Wow, das sieht ja mal geil aus. Was ist das? Nein. Hey, wir sind ja ganz flach und irgendwie auch pixelig. Jo. Jo, jo, jo. Hat uns der olle Stinke-Gumba getroffen? Tja. Super. Und zack. Sehr gut. Weg damit. Was gibt's hier? Jede Menge Coins. Und hier können wir sicherlich... Ah. Land gehen. Und was gibt's da? Ein Mond. Wunderbar. Geile Sache. Hops. Und hops. Und hops. So. Und schon sind wir oben. Nintendo, da habt ihr echt was richtig gemacht. Ich bin mir sicher, dass der Ausblick von der Mastspitze einmalig ist. Wenn du das sagst. Ui, ui. Oha. Und Dankeschön. Ja, wenn sich das jetzt mal nicht gelohnt hat, Freunde, dann weiß ich auch nicht. So. Autsch. Na, komm schon. Das war gut. Und Checkpoint. Vielen Dank. So, dann geht's ja schon weiter, ne? Coins. Da oben ist noch ein Mond. Kommen wir da hin? Scheint mir im Moment noch nicht so. Da ist der Riesendino. Der Dino war cool. Dann gehen wir mal zu diesem kleinen Häschen. Was? Du willst meine Monde, um ein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Monde doch nicht einfach an dahergelaufene. Schon gar nicht an Kettenhundfutter. Oh oh, oh oh. Kleiner Fight. Nicht das Problem. Lass dich kippern. Und zack, boom. Haha. Oh, ein paar Münzen hat sie verloren. Oha. So ja nicht, Lady. Es ist aber nicht Ladylike, was du da machst. Ah, komm. Und zack, boom. Mitten in die Fresse. Sehr nice. Autsch. Oh, wir haben noch genug Leben. Soll jetzt auch nicht das Problem sein. Ich denke mal, ein drittes Mal sollte reichen. Und schwuppdiwupp. Das ist meine erste Visage. Naja, auch nicht besser. Tada! Nice! Ein Multimond für dich. Multimond hoch über dem Wasserfall. Die Steuerung ist herrlich. Es macht richtig viel Bock. Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzen Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unseren Schiff bestimmt von hier weg. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen. Wirf mich auf den Globus.
nicht, noch nicht. Wir gehen erstmal hier rein. Die Odyssee benötigt noch 4 Monde. Achso, okay. Ah, da kommen wir noch nicht rein, alles klar. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Denn da oben... Das hätte ich schon ganz gern. Dann schauen wir doch mal hier diese Räume. Ja, so kommen wir dahin. Ja, mit dem Mond. Dankeschön. So. Mit was uns so auf Anhieb über den Weg läuft. Wonach suchst du denn? Ich weiß, haha. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Auf den Mond, auf dem Trümmerhaufen. Ist hier irgendwo versteckt? Such ihn, find ihn. Chip, chip. Okay. So. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Ob wir hier nicht noch ein bisschen was finden. Da ist zum Beispiel noch was. Da gibt es noch ein paar von diesen Donuts. So und so und zack. Zack die Bohne. Und schwupps. Und schwupps. Haben wir's. Sehr gut. Gibt's denn hier was Schönes? Ach, hier sind wir wieder. Alles klar. Aha. Münzen mit Suizidgedanken. Hat was. Naja. So, was haben wir denn? Da ist noch ein Mond. Zack. Holla die Waldfee. Auf dem Trümmerhaufen. Das war der, den er in dieser Papagei meinte. So. Das sieht interessant aus. Das sieht sogar sehr interessant aus. Ah, komm, komm. So. Ach, so kommen wir eben da hoch. Alles klar. Verstehe. Sehr gut gemacht. Und wir können uns mal hier im Wasser mal umgucken. Wow. Das sieht bombastisch aus. Da sind nämlich noch ein paar Donuts, die nehmen wir noch mit. So. Gibt es noch was zu entdecken? Das sieht witzig aus. Was ist das? Oh, hier ist noch ein Mond. Coole Sache das. Ein Mond für dich, Schatz beim Wasserfallbecken. Aha, aha. Was man so alles findet. Kann man da sterben, wenn ich da runterfalle? Ich glaube schon. Da ist ein... Eine Vogelscheuche? Dann werden wir uns mal... Zack! Ah, eine kleine Challenge. Alles klar. Zap. Nein. Oh, wie gemein. Machen wir direkt nochmal. Das kriegen wir schon hin. So, komm schon. Wäre ja gelacht. Wäre ja gelacht. So. Wir sind nur daneben gesprungen. Jetzt haben wir sie. Ein Mond für dich. Skan Tic-Tac-Turnier 1. Haben wir abgeschlossen. Schicki. Oh, da sind noch Kringel. Da sind noch Kringel. Und Bällerrahmen oder was ist das? Warum hängt denn hier ein leerer Bilderrahmen?
keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber wir werden es sicherlich noch irgendwann mal herauskriegen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns dann jetzt schon mal Richtung Schiff machen. Haben wir schon super viel entdeckt. Richtig gut, richtig gut. Und zack. Und wir haben schon 10 Monde. Beachtlich. Die Odyssee ist funktionstüchtig. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal meine Schwester und Peach retten. Möchtest du an Steuer? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland, drücke A und schon geht's los. Nein, wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal noch abbrechen. Wir wollen mal noch ein bisschen hier bleiben. Jetzt hier mal umschauen. Okay. A stand da. Ah, jetzt. Okay, eine Karte. Mhm. Okay, mit so ein paar Sehenswürdigkeiten, verstehe. Schon interessant. Was haben wir hier? Ah, okay, hier können wir uns also umkleiden. Interessant. Naja. Wie das allerdings hier weitergeht, sehen wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.